Ich begrüße euch heute ganz herzlich hier aus meinem Zuhause, direkt in eurem Zuhause. Wir wollen jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern und haben den zusammen auch vorbereitet und gestaltet. Wir feiern diesen Gottesdienst jede und jeder für sich. Und trotzdem sind wir miteinander verbunden. Denn Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir mehr als zwei oder drei sind, die gerade vor ihren Geräten versammelt sind und diesen Gottesdienst miteinander feiern. Hallo zusammen, ich bin Vera, ich bin Musikpädagogin im Arbeitsbereich Kinder- und Jugendarbeit der Landeskirche Braunschweig und zurzeit bin ich aber in häuslicher Isolation zusammen mit meinem Papa. Wir möchten gemeinsam für euch zwei Lieder zu diesem Gottesdienst beitragen. Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Wenn du nicht weiter weißt, sich Wahrheit als falsch erweist und deine Philosophie bleibt nur tote Theorie. Auch wenn du nicht mehr glaubst, Erwartungen zurückschraubst und sagst an Gott glaub ich nicht, sag ich dir, Gott glaubt an dich und er tut auch heute. Legst du dein Leben hin, gib da deinem Leben Sinn und mach dein Leben keinen Sinn. Leg ihm dein Leben hin, was wird dein Wunder sein? Keins ist zu groß, zu klein. Lebe die Zeit mit Perspektive, Ewigkeit, denn der Herr tut heute noch Wunder. Tag
Tag für Tag. Herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst am Sonntag, den 29. März 2020. In diesen Tagen ist es besonders wichtig, Zusammenhalt zu spüren und Gemeinschaft im Glauben zu erleben. Auch wenn im Moment keine Gottesdienste in den Kirchen stattfinden dürfen, Gemeinschaft und Gottesdienste können wir auch auf anderen Wegen erleben. In dieser Zeit wollen wir enger zusammenrücken, gerade im Gebet. Wir erleben, dass das Gespräch mit Gott gerade jetzt so wichtig ist. Wir beten für unsere Anliegen, die Sorgen und Ängste und die Hoffnung. Lasst uns eine Kerze anzünden, um ein wenig Licht in die Welt zu tragen, um Hoffnung zu geben und den Opfern in dieser schweren Zeit zu gedenken. Das, was uns bewegt, bewegt auch Gott. In dieser Zeit möchte ich euch noch ein paar Wünsche mit auf den Weg geben. Ich wünsche euch Kraft in schwierigen Zeiten, dass Hoffnung und Zuversicht euch immer begleiten. Ich wünsche euch Durchhaltevermögen in allen Lebenslagen und dass liebe Menschen euch immer tragen. Ich wünsche euch, dass euch euer Glauben an euch selbst niemals verlässt und dass ihr erkennt, wie wertvoll jeder von uns ist. Du bist wertvoll, denn du bist einzigartig. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der unser Vater und Mutter ist, im Namen Jesus Christus, der unser Bruder und Befreier ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns tröstet und uns Mut macht. Amen. Hallo, liebe Grüße aus der Lelmer Kirche. Wir singen zusammen, eingeladen zum Fest des Glaubens. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch entfernt. Mal gespannt, mal eher skeptisch, manche zögern, viele gern. Folgten sie den Spuren Jesu, folgten sie dem, der sie rief. Und sie wurden selbst zum Boten, dass der Ruf wie Feuer lief. Eingeladen zum Fest des Glaubens. Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens. Und so kamen sie in Scharen, brachten ihre Kinder mit, ihre Kranken, auch die Alten, selbst die Lahmen hielten Schritt. Von der Straße, aus der Gosse kamen Menschen ohne Zahl, und sie hungerten nach Liebe und nach Gottes Freudenmahl. Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest. Heilen, kranke Wunden, Schmerz und Leid. Und dort lernten sie zu beten, dass dein Wille, Gott, geschehe. Und sie lernten so zu leben, dass das Leben nicht vergehe. Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens, Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch von fern. Mal gespannt, mal eher skeptisch, manche zögern, viele gern. Folgen wir den Spuren Jesu, folgen wir dem, der uns
denn selbst so guten, dass der Ruf noch gilt, der lieb eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir zu beten. Guter Gott, wir danken dir, dass du auch in besonders schwierigen Zeiten für uns da bist. Du zeigst uns, stark zu bleiben und die Hoffnung nicht zu verlieren. Wir bitten dich, führe uns sicher durch die kommenden Tage, Wochen und Monate. Halte deine Hand schützend über uns und leite uns sicher in neue und von mehr Positivität erfüllten Zeiten. Amen. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, oh Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Einsicht, Beherztheit, Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. 5000 werden satt. Die 12 Apostel kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auf ihrer Reise getan und den Menschen verkündet hatten. Kommt mit, forderte Jesus sie auf. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene Gegend, um allein zu sein. Aber das hatten viele Leute beobachtet. Aus allen Dörfern liefen sie dorthin und kamen sogar noch vor Jesus und seinen Jüngern am Seeufer an. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, »Es ist spät geworden und die Gegend hier ist einsam. Schickt die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Höfe gehen und dort etwas zu essen kaufen können.
Aber Jesus antwortete, gebt ihr ihnen zu essen. Sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen? Fragten die Jünger verwundert. Wie viel Brot habt ihr denn bei euch? Erkundigte sich Jesus. Seht einmal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten, 5 Brote und außerdem noch 2 Fische. Da ordnete Jesus an, dass sich die Leute in Gruppen ins Gras setzen sollten. So bildeten sie Gruppen von jeweils 50 oder 100 Personen. Jetzt nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die Menge weitergaben. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen. Alle aßen und wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch 12 volle Körbe mit Brot. Auch von den Fischen war noch etwas übrig. An der Mahlzeit hatten 5000 Männer teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Was für eine großartige Geschichte habt ihr gerade gehört. Die Speisung der 5000. Unendlich Nahrung. Schon eine Wundergeschichte, gerade in der heutigen Zeit, wo Menschen bei uns vorzugsweise damit befasst sind, in Läden einzukaufen. So viel, als ob es in der nächsten Woche überhaupt nichts mehr gäbe. Und wenn man so eine Geschichte dann hört und denkt, toll, Nahrung ohne Ende, so einfach. Aus dem FF für 5000 und ursprünglich waren es ja nur 5 Brötchen und 2 Fische. Ist heute unsere Aufgabe zu lernen, wie man aus so ein bisschen etwas ganz, ganz viel macht? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir gucken heute nochmal anders auf die Geschichte und überlegen, was bedeutet denn das für dich, für mich, für uns alle? Also, die Brotvermehrung von Fischen und Broten für 5000. 5 Gedanken dazu. Der erste beginnt mit dem ersten Satz. Da heißt es nämlich, als Jesus ausstieg aus dem Boot, wurde er innerlich bewegt und heilte Kranke. Wenn ihr jetzt in den griechischen Urtext hineinschauen würdet, da würdet ihr entdecken, da steht, da drehte sich ihm der Magen um. Da drehte ihm der Magen um. Was bedeutet das? Das heißt eigentlich nichts anderes als, ist etwas so schlimm, dass er nicht mehr weggucken kann. Das kennen wir in diesen Tagen ganz genau. Da ist etwas so schlimm, was wir vorher so noch nie erlebt haben, noch nie gekannt haben. Menschen leiden. Menschen haben eine Krankheit, von der wir nicht wissen, wo und wie sie anfängt und wie wir sie heilen können. Wir wissen auch nicht, wer wird davon angesteckt und wie schnell und wie schlimm. Und wenn er angesteckt wird, hat er dann auch genügend Medikamente zur Verfügung. Und wer ist dafür eigentlich geschützt? Wer greift danach? Wer wird davon so angesteckt werden, dass er vielleicht auf der Intensivstation oder sogar daran sterben wird? Das haben wir vorher so noch nie erlebt. Und das macht uns unsicher. Und gleichzeitig ist es nicht das einzige Leiden, was wir in dieser Welt kennen. In Lesbos sind 20.000 Menschen auf einer kleinen griechischen Insel in einem Lager zusammengepfercht, das eigentlich nur für 3.000 Menschen geplant war. Oder in Südafrika. Totale Ausgangssperre, seit 2 Tagen. Da dürfen auch die Menschen, die zu 7 in einem kleinen Wellenblech-Dachraum zusammenhocken, nicht mehr auf die Straße, sich innerlich bewegen lassen. Die Geschichte bedeutet auch, sich nicht wegzuducken und zu lernen, es gibt Schmerzen, es gibt Angst, es gibt Krankheiten, es gibt Bedrohungen. Das können wir nicht einfach wegwischen. Aber lernen, damit umzugehen. Das will es in dieser Geschichte uns zeigen. Und deswegen heißt das Zweite, zu lernen, wie ich mit Mangel umgehen kann, Mangeldenken überwinden. Jesus ist also mit den Menschen zusammen, er erzählt, er heilt und irgendwann sagen die Jünger zu ihm, du Jesus, es ist genug, komm, schick die Leute weg, wir haben sowieso nichts weiter vor und zu essen schon gar nicht und die müssen was essen. Jesus sagt, die brauchen nicht wegzugehen. Was habt ihr denn so? Und die Jünger, seine Freunde, zumindest ein bisschen verdutzt. Also hör mal, Jesus, hier
Fünf Brote, zwei Fische, was ist es? Und was passiert dann? Irgendwann scheint es so zu sein, dass genügend für alle da ist. Aber das Wichtige ist, Jesus lässt sich nicht darauf festnageln, zu sagen, wir haben nicht genug, sondern er fragt, was habt ihr? Was habt ihr denn? Und deswegen auch heute die Frage an euch, was habt ihr in der Zeit jetzt, wo es euch nicht gut geht, wo ihr eingefercht seid, wo ihr keine Freunde besuchen könnt, wo ihr nicht verreisen könnt, wie es eigentlich ursprünglich geplant war in den Osterferien oder an Freizeiten teilnehmen könnt? Was habt ihr? Schaut euch doch einfach mal um, ihr habt ein Dach über dem Kopf, ihr habt eine Heizung, ihr habt genügend Essen, ihr habt sogar Medikamente und das Wichtigste, ihr habt Menschen, die euch lieb haben, die ihr wahrscheinlich auch gar nicht missen möchtet. Menschen, die einfach da sind für euch. Und ihr könnt doch was tun. Und deswegen sagt Jesus, haltet nichts zurück. Meine Überzeugung ist, gerade in dieser Zeit, wenn man meint, ach, es geht mir eigentlich nicht so gut, ganz genau zu überlegen, für wen bist du in dieser Zeit wichtig? Was kannst du machen? Wo kannst du unterstützen in eurer Familie? Gerade jetzt, wenn man so eng aufeinander hockt. Nicht nur zu sagen, ach, ich gehe wieder zurück an meinen Computer, da finde ich dann meine Träume und meine Freunde vielleicht auch wieder, sondern ihr seid jetzt wichtig in euren Familien. Und dann schickt doch einfach mal eine Nachricht per WhatsApp oder schreibt mal einen Brief, ganz ungewöhnlich, aber was ganz Tolles. Eine Ermutigung für irgendjemanden, von dem ihr vielleicht schon lange nichts mehr gehört habt. Da fällt euch doch bestimmt noch eine ganze Menge ein. Und dann, bevor Jesus das Essen verteilen lässt, setzt er sich hin und dankt. Er dankt Gott. Vielleicht auch so eine ganz altertümliche Geste, erstmal beten vor dem Essen. Aber dieses Danken ist so eine Haltung. Es ist eben nichts Selbstverständliches in unserem Leben. Und sich darüber bewusst werden, dankbar zu sein, das einfach anzunehmen und dabei zu entdecken, da bekomme ich eine Kraft. Eine Kraft, die mir wirklich weiterhilft und die mich stark macht. Und dann noch ein fünfter, kurzer Gedanke. Aus dem Vertrauen handeln. Wenn ihr euch die Geschichte genau anguckt, die wir gerade gehört haben im Evangelium, da heißt es nämlich, und Jesus verteilt Brot und Fisch. Und es reicht. Jetzt mag man sich natürlich fragen, und wir sind ja alle naturwissenschaftlich geschult, wie macht er denn das jetzt genau? Und ich behaupte, das ist überhaupt nicht wichtig. Das Wichtige ist nicht, wie es passiert, vorher, nachher, sondern dass es in dem richtigen und wichtigen Moment passiert. Dann ist auf einmal genug für alle da. Gott sorgt für uns in dem Moment, wo wir es brauchen. Und wir brauchen nicht wissen, wie und wieso und weshalb und woher es kommt. Es ist da. Und dann gibt Gott im Überfluss. Fünf Gedanken zu einer kleinen Geschichte, die ihr heute gehört habt. Fünf Gedanken. Vielleicht nicht ganz ohne. Das ist eine ganz schön starke Herausforderung und Aufgabe, der man sich auch in dieser Geschichte stellen muss. Umsonst ist es nicht. Aber am Ende der Geschichte heißt es, und es waren 12 Körbe übrig. 12 Körbe Überfluss. Was meint ihr? Was für eine Überraschung. Was sich daraus noch alles machen und entwickeln lässt. Vielleicht nehmt ihr es als Aufgabe für den heutigen Tag, zu entdecken, Gott sorgt für euch in Fülle und es ist Überfluss für uns alle da. Bleibt behütet und gesund. Lasst uns singen, damit du Hoffnung hast. Nach jedem Leid, das Leben neu beginnt, damit der neue Mut die alte Angst vertreibt wie frischer Wind, damit kein Mensch vergeblich lebt in dieser bunten Welt, damit du Hoffnung hast, damit du Hoffnung hast, für immer.
sein, wird deine Wunden heilen, damit du Hoffnung hast, damit du Hoffnung hast. Damit der Regenbogen mehr ist als eine Laune der Natur, damit du weißt, es führt dein Weg zurück auf seine Spur, damit du täglich spüren kannst, all das ist Leben pur, damit du Hoffnung hast, damit du Hoffnung hast, wird er immer für dich da sein, deine Tränen mit dir teilen. Kennt, wird er dir verzeihen, er wird immer für dich da sein, wird deine Wunden heilen, damit du Hoffnung hast, damit du Hoffnung hast. Damit du auf dieser Erde noch ein Apfelbäumchen pflanzt, damit du mit Freude leben und einmal friedlich sterben kannst, damit du immer wieder weißt, wofür du Danke sagst, damit du Hoffnung hast, damit du Hoffnung hast, wird er immer für dich da sein, seine Freude mit dir teilen, ja selbst wenn ihr euch kaum noch kennt, wird er dir verzeihen, er wird immer für dich da sein, für deine Wunden heilen. Kommen wir nun zu den Fürbitten. Angesichts der aktuellen Lage habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, was generell schon passiert ist und wie es weitergehen könnte. Als Vorlage der Fürbitten habe ich mir viele verschiedene und passende Fürbitten zur aktuellen Lage im Internet angeschaut. Die Fürbitten des Lutherischen Weltbundes sind mir dabei besonders ins Auge gefallen. Diese habe ich noch ein wenig abgeändert und möchte euch nun vortragen. Ich starte nun mit den Fürbitten. O Gott, unser Heiland, zeige dein Erbarmen für die ganze Menschheit, die gerade beladen ist mit Krankheit und Angst. Höre unser Rufen. O Gott, höre unser Gebet. Komm uns zur Hilfe, nun da sich der Coronavirus auf der ganzen Erde ausbreitet. Heile die, die krank sind. Unterstütze und beschütze Familien und Freunde vor Ansteckung. Höre unser Rufen. O Gott, höre unser Gebet. Schenk uns deinen Geist, auf das wir zusammenwirken, um die Ausbreitung des Virus und seine Wirkung einzuschränken und zum Erliegen bringen zu können. Höre unser Rufen. O Gott, höre unser Gebet. Heile unsere Selbstbezogenheit und unsere Gleichgültigkeit, wo wir uns nur dann sorgen, wenn wir selbst von dem Virus oder anderem Leid getroffen sind. Höre unser Rufen. O Gott, höre unser Gebet. Stärke und ermutige die, die im Gesundheitswesen, in Praxen und Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen der Medizin arbeiten. Höre unser Rufen. O Gott, höre unser Gebet. Inspiriere die Forschenden, die an Impfstoffen, Medikamenten und der Herstellung medizinischer Ausstattung arbeiten. Gib ihnen Kenntnisse und Weitblick. Höre unser Rufen. O Gott, höre unser Gebet. Erhalte die Menschen, deren Arbeit und Einkommen durch Schließungen, Quarantänen, geschlossene Grenzen und anderen Einschränkungen bedroht sind. Höre unser Rufen. O Gott, höre unser Gebet. In deinen gnädigen Armen halte alle, die gestorben sind und die, die in dieser Zeit sterben werden. Tröste ihre Hinterbliebenen. Tröste die, die verzweifelt sind. Höre unser Rufen. O Gott, höre unser Gebet. Gedenke deiner Familie, der ganzen Menschheit und deiner ganzen Schöpfung in deiner großen Liebe. Alles, was uns jetzt noch auf dem Herzen liegt, legen wir in das Gebet, das Jesus Christus uns lehrte. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schön, dass ihr heute mit dabei wart bei diesem doch auch ungewöhnlichen Gottesdienst. Wir hoffen nun, dass ihr gut wieder in den Alltag findet und wünschen euch, dass ihr auch in diesen ungewohnten Zeiten spüren könnt, dass ihr nicht alleine seid. Sei behütet auf deinen Wegen, sei behütet auch mitten in der Nacht, durch Sonnentage, Stürme und durch Regen hält der Schöpfer über dir die Wacht. Mitten in die graue Alltagswelt, die sang- und klanglos dich beengt, höre ich ein Lied, das mir gefällt und das mir Perspektiven schenkt. Sei behütet auf deinen Wegen, sei behütet auch mitten in der Nacht, durch Sonnentag. Bis wir uns einmal wiedersehen, sollen die Worte dein Begleiter sein. Sei behütet auf deinen Wegen, sei behütet auch mitten in der Nacht, durch Sonnentage, Stürme und durch Regen hält der Schöpfer über dir die Wacht. Sei behütet auf deinen Wegen, sei behütet auch mitten in der Nacht, durch Sonnentage, Stürme und durch Regen hält der Schöpfer über dir die Wacht. Sei behütet. Ich möchte euch, wo immer ihr auch seid, den Segen Gottes zusprechen. Gott sei vor dir, wenn du den Weg nicht weißt. Gott sei neben dir, wenn du unsicher bist. Gott sei über dir, wenn du Schutz brauchst. Gott sei in dir, wenn du dich fürchtest. Gott sei um dich wie ein Mantel, der dich wärmt und umhüllt. So segne dich der liebende Gott. Amen.